Vielen Dank. Liebe Marina, wir haben den ganzen Abend auf dich gewartet und freuen uns sehr, dass du endlich da bist. Es waren wundervolle Tage mit dir. Ich kann mich da nur persönlich bedanken für so einen tollen Auftritt als Laternenkönigin. Herzlichen Glückwunsch, ganz persönlich, aber ich darf im Namen von allen, die hier stehen, wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist. Und wir übergeben jetzt auch das Wort an dich. Du darfst die Abschlussrede halten, das Fest beenden und die Abschlussshow eröffnen. In diesem Sinne. Ganz wichtig, bevor die Marina anfängt, wenn ihr möchtet und die Marina fertig ist mit der Rede, die Flammenshow ist auf dieser Seite der Bühne. Das heißt, wir können jetzt noch ganz in Ruhe die Marina hören und der Hauptteil der Licht- und Flammenshow ist dann auf der Seite. Jetzt übergebe ich dir das Wort, liebe Marina. Liebe Bad Schaumburgerinnen und Bad Schaumburger, liebe Gäste, liebe Kinder. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, bei dem ich gehofft habe, dass er noch lange auf sich warten lässt. Heute Abend müssen wir Abschied nehmen von Karussellfahrten, dem herrlichen Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, von Festzügen und Live-Musik. 4 einzigartige Laternenfesttage liegen hinter uns. Einer schöner und aufregender als der andere. Wenn ich an die vergangenen Tage zurückdenke, erfüllt mich ein warmes Gefühl von Freude und Stolz. Ich durfte so vielen tollen Menschen begegnen, durfte das erste Mal ein Fest als seine Königin repräsentieren, durfte es eröffnen und nun muss ich es beenden. Doch man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich denke, wir alle hier hatten auch dieses Jahr wieder ein herrliches Fest mit unvergesslichen Momenten. Für mich war es das besonderste Laternenfest, das ich je erlebt habe. Ich durfte eigene Autogrammstunden geben, hatte einen wunderschönen Festwagen, bin Karussell und Riesenrad gefahren, hatte eine Menge Spaß auf dem Kinderfest und habe so viele Augen zum Leuchten gebracht. Ganz nach unserem diesjährigen Motto sind meine Träume auf dem Laternenfest 2023 wahr geworden. Diese 4 Tage werde ich, und ich hoffe Sie auch, in ehrwürdiger Erinnerung halten. Ich möchte mich bei Ihnen und besonders beim Laternenfestverein bedanken, dass ich das Amt der Laternenkönigin bekleiden durfte. Ich bedanke mich weiterhin bei allen Sponsoren und Mitwirkenden, die uns auch dieses Jahr wieder ein tolles Fest ermöglicht haben, sowie beim Betriebshof, der unsere Straßen am nächsten Tag in den frühen Stunden wieder wie neu aussehen lässt. Außerdem möchte ich mich bei meiner Familie, meinem Freund und meinen Freunden bedanken, die mich während des Festes unterstützt und begleitet haben. Ihr seid der Wahnsinn! Doch bevor gleich unser geliebtes Laternenfest mit den traditionellen Böllern endet, lassen Sie uns die feurige Flammenshow genießen. Halten wir dabei ein letztes Mal gemeinsam inne und lassen das Fest Revue passieren. Hiermit erkläre ich das Laternenfest 2023 für beendet. Es war mir eine Ehre. Ihre Laternenkönigin Marina die Erste.